Den Zustand einer Gesellschaft erkennt man daran, wie sie mit ihren Kindern umgeht. Und diesem Leitspruch hat sich auch mein heutiger Gast angeschlossen, Michael Hüther, Autor, Kindheitsforscher und Historiker. Und mit ihm geht es heute um die wichtigste Sache, die wir haben, nämlich um Kinder. Und zwar nicht nur heute. Wir werden drei Gespräche führen über das Tabuthema Trennungskinder und Trennungen und Staatsterror, über das Thema Mutterschaft, Geburt, Schwangerschaft. Und es soll ums Bildungssystem gehen, um unsere Schulen und was dort alles zum Schlechten oder zum Guten steht. Auf jeden Fall eine geballte Ladung. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und wir starten heute mit den Trennungskindern. Hallo lieber Michael, schön, dass du da bist. Hallo Julia. Ich habe schon gesagt, du bist Kindheitsforscher und Historiker, hast aber auch Philosophie und Germanistik studiert, bist auch Pianist. Also du bist schon ein Tausendsasser, aber die Kindheitsforschung ist eben deine Passion. Ja. Das, was dich seit vielen, vielen Jahren bewegt. Und ein Thema, was dir sehr am Herzen liegt, ist das Drama um Trennungskinder. Kinder, deren Eltern sich trennen, die dadurch traumatisiert werden, die im Zuge der Trennungsgeschichte und der Zeit danach Schlimmes erfahren. Du hast darüber ein Buch geschrieben, Ich will zu dir, 2014 zum ersten Mal verlegt, 2018 hast du es aktualisiert. Ich habe mir das durchgelesen. Ich war zutiefst beeindruckt und sehr bewegt, auch traurig. Und möchte zuallererst wissen, was ist denn dein Motiv gewesen, ein Buch über Trennungskinder zu schreiben, über Müttervergiftung, über Staatsterror? Dem Buch liegt hier ein realer Fall zugrunde, ein extrem erschütternder Fall. Es war auch ein Gerichts-, also ein Medienskandal über viele Jahre in Österreich. Also die Kinder, die in diesem Buch, um die es da geht, sind mit anderen Kindern im größten Gutachterskandal der Zweiten Republik Österreichs mit verwickelt gewesen. Und ich habe diesen Fall lange Zeit sozusagen verfolgt, beobachtet, den 3000 Seiten dicken Akt über viele Jahre aufgrund auch eines persönlichen Naheverhältnisses zu den Protagonisten verfolgt. Und ich habe das Thema natürlich auch wie alle über viele Jahre im Bekanntenkreis, wie jeder, mitverfolgt. Ja? Also Sebastian Kurz hat ja mal da im Zuge von im März voriges Jahr der Bundeskanzler Österreich gesagt, bald wird am Anfang dieser Corona-Pandemie gesagt, bald wird einmal, jeder wird bald irgendjemanden kennen in seinem Freundes- oder Bekanntenkreis, der an Corona gestorben ist. Aber ist natürlich nicht passiert, ja, aber ich denke, keiner der Hörer oder Seher dieser Sendung, also jeder wird zumindest einen Fall in seinem Freundeskreis haben, in den Familien, wo die Eltern sich getrennt haben oder nicht. Ja. Also damit kommen wir gleich mal zu den faktischen Zahlen. Schon seit mindestens 15 Jahren, tendenziell seit 20 Jahren, sind bis zum 5., 6. Lebensjahr bereits über 50 bis 60% der Eltern entweder schon getrennt oder in Trennung. Bis zum 9., 10. Lebensjahr erleben nur noch 10% aller Kinder ihre Eltern als gemeinsames Paar. Das ist zu einer neuen Normalität schon seit langem geworden. Es war ein Thema, das ja in den letzten 20 Jahren auch immer wieder in den Medien war, auch in den Mainstream-Medien, aus verschiedensten Perspektiven. Aber seit Jahren ist das eigentlich ein Thema, was völlig verschwunden ist. Und zu Unrecht. Du bist ja geborener Österreicher und lebst erst seit 2 Jahren in Deutschland und pendelst immer zwischen den beiden Ländern. Deine Betrachtung bezieht sich vor allem auf die österreichische Gesellschaft, aber kannst du diese Phänomene, die du beobachtet hast in deinen Recherchen zu Trennungskindern aus Österreich auch auf Deutschland projizieren? Ja, es steht ja auch im Vorwort des Buches Ich will zu dir, dass dieser Fall auf einer wahren Geschichte beruht. Es wird ja auch vielfach im Buch aus dem Gerichtsakt, also die fiktiven Personen, also deren Namen praktisch, das sind die realen Personen in dem Buch dieser Geschichte, aber deren Namen sind oder mussten natürlich geändert werden. Es wird vielfach aus wörtlich aus den
Akten und Materialien zitiert. Und ich schreibe, dass es ein wahrer Fall ist, dass die Namen geändert wurden, und schreibe auch im Vorwort des Buches, aber dieser Fall könnte genauso gut an jedem anderen, diese Geschichte könnte sich genauso gut in Deutschland, in Belgien, in Frankreich, irgendwo anders in Europa ereignet haben und ereignet sich auch in Variation immer. Nur die Geschichte ist besonders heftig. Ja? Und oder sehr viele, einige Leser haben ja auch oft geschrieben, die waren so erschüttert, konnten nicht glauben, dass das wirklich Realität ist, was da zwei Kindern widerfährt. Ja? Und dieses Thema ist ja meistens ist ja draußen, aus den Medien, schon seit längerer Zeit. Aber was passiert eigentlich wirklich unter der Oberfläche unserer Gesellschaft? Seit langem. Ja. Was bedeutet eigentlich die elterliche Trennung für Kinder und wie für das Kind einmal selber? Ja. Und wie laufen Trennungen eigentlich ab? Ja. Also wie läuft es über Gerichte ab? Gibt es eine, wie ich ja im Untertitel schreibe, nicht vielleicht schon längst eine Scheidungsindustrie etc.? Da passieren so viele Dinge, die völlig unter der Oberfläche unserer Gesellschaft sind, die nicht mehr thematisiert sind, aber die verheerend sind für die betroffenen Kinder. Man weiß heute zum Beispiel, sind wieder eine deutsche Wissenschaftlerin, die im Nachwort in einem Essay, ja, das Buch ist ja eine Erzählung, eine biografische Erzählung, aus der Sicht des einen Trennungskindes, der Ronja, geschrieben. Ja, aber zum Schluss habe ich einen Essay, einen wissenschaftlichen Essay, noch angefügt. Ja, man weiß heute zum Beispiel, dass der Kontaktabbruch eines Trennungskindes zum Elternteil, zu einem Elternteil, der vollständige Kontaktabbruch zum lebenden Elternteil, x-fach mehr nachhaltig schädliche Auswirkungen für das betroffene Kind hat, als wie wenn das Kind einen Elternteil durch Tod verliert. Das hat mich vor allem sehr erschüttert, als ich das gelesen habe. Aber schlussendlich konnte ich das auch nachvollziehen. Lass uns doch mal kurz ins Buch hineingehen. Du hast die Ronja schon angesprochen. Sie ist sozusagen die Schwester von Kaito. Kaito ist eigentlich der Knabe im Buch, der unter der Trennung zu seinem Vater auf unbeschreibliche Art und Weise leidet. Die Kinder werden von der Mutter in einem sehr frühen Kindheitsalter mehr oder weniger entführt und der Kontakt zum Vater wird abgebrochen und der Vater muss darauf in einem neunjährigen Gerichtsverfahren, was Kosten und Nerven und Hoffnungen verschlungen hat, darum kämpfen, seine Kinder regelmäßig sehen zu dürfen. Obwohl die Kinder immer wieder klar ihren Willen zum Ausdruck gebracht haben, wir wollen aber auch zum Papa, und der Sohn sagte, ich möchte vor allem zum Papa. Mhm. Das ist doch unbeschreiblich. Also, gut, eins nach dem anderen. Wir gehen da, aber das berührt emotional so heftig, weil man das einfach nicht nachvollziehen kann. Was geht da in so einem Elternteil vor, was einfach sagt, ich nehme euch jetzt mit und ihr seht den anderen Elternteil nicht mehr? Das finde ich absolut krass. Aber was steckt doch für eine Justiz dahinter, die das legitimiert und diesem raubenden Elternteil Recht gibt? Aber bevor wir darauf kommen, würde ich gerne vielleicht nochmal auf grundsätzliche Dinge der Elternschaft eingehen. Ich frage einen Kindheitsforscher und das ist, darum frage ich dich, warum sind denn beide Eltern immer so wichtig für ein Kind? Gilt doch meistens, die Mutter, die Nährende, die Erziehende, und der Vater war früher auf der Jagd und der kam dann nur abends ans Lagerfeuer und hat den Braten abgeliefert nach der Devise, und die Mutter hat sich eigentlich um alles gekümmert. Warum sagst du, beide Eltern sind gleichwertig wichtig? Weil diese Erzählung, der den ganzen Tag auf der Jagd, der Vater und die Mutter, die Bratende mit den Kindern zu Hause, das ist ein Mythos. Mhm. So war es nie. Erstens einmal war die Menschheitsgeschichte ein Wechsel. Ja? Aber was wir heute wissen, ist, dass das Kind erstens einmal in der längsten Phase, wenn man beim Jäger, Mann auf, also die längste Phase unserer Menschheitsgeschichte haben wir bekanntermaßen als Jäger und Sammler verbracht. Und da ist das Kind immer in sogenannten intimen Gemeinschaften. Der Mensch ist in intimen Gemeinschaften groß geworden. Natürlich hat die Mutter sich und die Mutter, ja, das, was wir heute haben, die Mutter oder die, vor allem, was ja jetzt nur noch übrig geblieben ist von dem, was einmal
zuerst Sippe, dann Großfamilie, dann Kleinfamilie und dann nur noch die so in den letzten 20, 30 Jahren die alleinerziehende Mutter. Das gab es in 99,9% der Menschheitsgeschichte ja überhaupt nicht. Das, was wir haben und schon so normal nehmen, ja, ist aber nicht normal. Aber unsere Kinder kommen immer noch mit dem gleichen Bedürfnis und mit dem, sage ich jetzt mal, evolutionären oder genetischen Programm auf die Welt, wie die Kinder zur Zeit Karl des Großen oder Augustus oder als Jäger und Sammler. Und oder Philipp Aris, der große Historiker, der Weltberühmte der 50er, 60er Jahre, mit seinem epochalen Buch Die Geschichte der Kindheit, hatte schon darauf hingewiesen oder gezeigt, wie das, was wir eigentlich Familienwesen wie sich die Sozialisation des Menschen oder des Kindes in den letzten 200 Jahren, wie sich das radikal verändert hat. Ja, und er hat ja damals in den 50er Jahren schon mahnend darauf hingewiesen, es könnte am Ende nur noch diese kleine Kernfamilie übrig bleiben. Ne? Und nicht einmal die ist mir wirklich übrig geblieben. Mhm. Ne? Und warum so wichtig? Ja, weil Kinder waren früher nicht nur mit dem Vater oder der Mutter zusammen. Das stimmt ja so nicht. Ja? Natürlich hat in den archaischen Kulturen, aber auch in den letzten Jahrhunderten, in den ersten Jahren die Mutter, ja, und sollte auch immer noch eine tragende Rolle gespielt. Aber da war ja nicht nur Mutter, der Vater war auch präsent. Es waren die Großmutter, der Großvater, Kinder wuchsen sozusagen in einer größeren, intimen Vertrauensgemeinschaft auf. Ja? Und ein Kind, das weiß man heute, braucht das auch. Ein Kind braucht, jedes Kind, jeder Mensch braucht für eine gesunde, wirklich gesunde Entwicklung, auch mental gesunde Entwicklung. Ja? Beide Elternteile. Ja? Und vor allem Vertrauensbezugspersonen, emotionale Vertrauenspersonen. Und man weiß heute auch, also gerade wenn wir jetzt kommen, wieder zurück jetzt konkret zu den Trennungskindern. Ja? Ein Kind macht keinen Unterschied zwischen Vater und Mutter. Ein Kind liebt immer beide Eltern gleichermaßen. Auch wenn jetzt rein zeitlich quantitativ, vor allem in den ersten Jahren, die Mutter eine nähere, mehr Zeit mit dem Kind verbringt. Ja? Aber und vor allem heute in den, sage ich jetzt mal, modernen Gesellschaften hier in Europa ist es sowieso schon seit 20, 30 Jahren so, dass die Väter ja von, sofern eine intakte Familie, ja, eben keine Trennungsfamilie, immer irgendwo auch Teil, von der Geburt an mit dabei sind. Ja? Jahrtausende haben Mütter alleine geboren zum Beispiel. Ja, aber da können wir beim Thema Geburt sprechen. Aber das ist ja völlig normal geworden an und für sich, bis diese sozusagen Scheidungs- und Trennungsnormalität in den letzten 20, 25 Jahren gekommen ist. Ja. Und ein Kind braucht beide Rollen und Identifikationsmuster für eine gesunde Entwicklung. Das ist einfach so. Und sie werten vor allem auch nicht. Das weiß man heute wissenschaftlich. Ja? Drum ist ja jede Trennung der Eltern immer ein Drama, nicht nur ein Drama für ein Kind, sondern auch vor allem ein Trauma. Mhm. Was fehlt denn einem Kind, egal ob Junge oder Mädchen? Oder sagen wir mal vielleicht mal getrennt bei Junge oder Mädchen, wenn zum Beispiel in der Familie der Vater wegfällt, wie es in dem dramatischen Fall von Ronja und Kaito gewesen ist. Was hat der Junge für einen Verlust, wenn die Vaterfigur nicht mehr da ist? Was hat ein Mädchen für einen Verlust? Bevor ich das allgemein beantworte, hier in diesem Fall war ja die besondere Geschichte und sowas kommt ja immer wieder vor. Es gibt ja keine Familienkonstellation in den letzten Jahrzehnten, die es nicht gibt. Und in dem Fall beim Kaito, ja, war es so, dass der Vater des Kindes den Sohn überwiegend eigentlich betreut hat, weil die Mutter, also er ist der Erstgeborene, krank, lange nach der Geburt krank und schwächlich war. Und der Vater hat sozusagen die Rolle übernommen. Es war sich
hauptsächlich schon um das Baby zu kümmern. Also mit dem Baby im Tragetuch ist er schon spazieren gegangen, hat ihn gewickelt etc. Er hat mehr oder weniger aufgezogen. Das Kind wurde von der Mutter gestillt und die Mutter war genauso präsent, vielleicht präsenter als manch eine andere Mutter heute, die ihr Kind mit 3 Jahren in die Krippe gibt. Ja, aber trotzdem war der Vater von Anfang an sehr nahe und der nächste Punkt war in dem Fall bei dem Kind, das Kind wollte als Baby schon den Vater lieber. Dort hat er nicht geschrien, bei der Mutter hat er sich nicht beruhigen lassen. Genau, er hat sich bei der Mutter zum Beispiel nicht beruhigen lassen. Ja. Und er war sogenanntes Schreibaby, was so bei 2-3% der Kinder vorkommt, ja, die aus unerfindlichen Gründen eben über Wochen oder Monate lang schreien. Die werden durchgetestet, anatomisch liegen irgendwelche, ja, Geburt kann ja auch ein Schleudertrauma kann das zum Beispiel. Viele Dinge können ja während einer Geburt passieren, Wirbelsäule gestaut. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo sozusagen nicht äußerlich sichtbare Schäden sind, aber trotzdem das Kind Schmerzen hat, das Baby Schmerzen hat, aus welchen Gründen auch immer. Ja? Und der Kaito, um den es da geht, das war so ein Kind. Nur, das Seltsame war, hat ihn der Vater in die Arme genommen, ne, der David Sonnenthal im Buch, dann war er ruhig und zufrieden. Der Vater ist mit ihm getanzt durch die Wohnung. Genau, weil er durch einen Zufall draufgekommen ist, im Arm einmal gehabt hat und er wieder seine Schreiphase gehabt hat, hat der Vater das Kind genommen und hat mit ihm zum Tanzen angefangen und das Kind war ruhig und friedlich und ist dann irgendwann eingeschlafen. Jeder Versuch, den die Mutter, ja, also der Vater wollte ja hier nicht der Mutter das Kind wegnehmen, sondern wollte eigentlich, die waren ja an sich ein glückliches Paar, ja, also es war ja eine Ehe, in der er da aufgewachsen ist, war auch ein Wunschkind, ja, aber die Mutter konnte nicht und die Mutter wollte, hat es dann auch aufgegeben, ja, sie hat gemerkt, das Kind lässt sich beim Vater beruhigen und war dann auch natürlich auch glücklich darüber und zufrieden, weil sie konnte es ja nicht und sie wollte ja auch kein schreiendes Kind. Und so kam der Vater zu uns in der Rolle, dass er eigentlich überwiegend das Kind sozusagen emotional begleitet oder aufgezogen hat. Ja? Und aber irgendwann war das mal vorbei, ja, und sich das Kind gesund entwickelt, war das Schreien, die Schreiphase vorbei nach 3 Monaten und er ließ sich auch von der Mutter, dann ging das Kind so ganz normal wie in jeder Familie hin und her, sozusagen, je nach wie er sich halt geäußert hatte. So, jetzt springe ich nach 3 Jahren, aber er wollte doch bestimmte Sachen von früh an als Kleinkind immer mit dem Vater machen. Und er hat es auch gern gemacht. Dann ging aber aus welchen Gründen auch immer, das kann der Leser nachlesen, nach 3 Jahren die Ehe auseinander. Und der Sohn wollte aber beim Vater bleiben. Und es gab noch eine Tochter, die Ronja, die Erzählerin des Buches. Ja, das wird ja aus der Geschichte der Ronja erzählt, seiner Schwester, die ein Vierteljahr später geboren wurde. Ja. Ein Sonnenscheinkind. Ein Sonnenscheinkind, genau, das ging der von Anfang an keine Probleme. Ja, und er der Mutter zugewandt, ja, verkürzt. Aber die Ehe ging nun einmal auseinander, in etwa wie der Kaito 3 Jahre alt, also kurz vor Kaitos 3. Geburtstag. Und ja, und die Eltern haben sich nach außen hin, ja, oder der David Sonnenthal, der Vater hat es auch geglaubt, geeinigt, der Sohn, ja, weil er hat dezidiert gesagt, na, er geht nicht, war auch ein Raumwechsel, die Mutter zog 200 Kilometer entfernt. Und so haben sie sich halt ausgemacht, ohne Anwälte, ohne Gericht, okay, der Sohn bleibt der Keito, weil er auch das immer wieder ausgesprochen bleibt beim Vater und die Tochter, die Ronja, geht mit der Mutter. So wäre es bei den Eltern vereinbart gewesen und solche Fälle gibt es ja auch immer wieder, wo Eltern sich einigen. Nur, was David Sonnenthal, der Vater, nicht wusste, ist, dass die Mutter das nur nach außen hin gesagt hatte und sich anwaltliche Beratung eingeholt hat und ihr natürlich, das ist die Aufgabe des Anwalts oder damals
oder in dem Fall der Anwältin, darauf aufmerksam zu machen, wenn sie nicht beide Kinder mitnimmt, dann kriegt sie keinen Unterhalt für das Kind. Sonst hebt sich's ja auf, wenn jeder ein Kind hat. Weil dann müsste der Vater für das eine Kind dort Unterhalt zahlen, ja, und die Mutter an den Vater für das Kind. Jeder müsste dann das Kind selber betreuen und versorgen und hätte keine finanziellen Ansprüche an den anderen Elternteil. Ja. So, aber die Situation ändert sich schlagartig, wenn das zweite Kind oder das Geschwister sich auch beim einem Elternteil leben würde. Ja. Also in dem Fall bei der Mutter, das hat man ja gesagt, dann muss ja der Vater für zwei Kinder die Mutter Unterhalt zahlen. Ja. Und ja, und diese Verlockung war natürlich für die Mutter groß und so hat sie wieder wegen der Vereinbarung des Vaters und des Kindes, weil freiwillig wäre er ja nicht mitgegangen, der Kaito, weil er so ein immens nahes Verhältnis zum Vater hat, hat er einfach beide Kinder in einer Nachtnebelaktion entführt. Und ich will aber jetzt die Geschichte nicht ins Detail erzählen, weil es kann ja jeder noch lesen. Was dann kommt, ist da, wo alle Leser, ja, dann wirklich den meisten der Atem stockt. Mhm. Ja, weil nämlich eigentlich Behörden und das Gericht, also hier ein Familiengericht, die Jugendwohlfahrt über Jahre eingeschalten wird oder mit eingeschalten, ist parallel. Ja. Und überall, wo er hinkommt, bei jeder Befragung, jedem sagt er, er will zum Vater wieder. Er schreit dann und weint und wird auffällig in der Schule etc. Aber es wird ihm nicht gewährt. Genau. Und auf diese staatliche Seite, da möchte ich gerne noch mit dir drüber sprechen. Und ich hatte dich ja gerade gefragt, was fehlt denn so schlimm den Kindern, wenn der Vater auf einmal nicht mehr da ist? Was hat denn in dem Fall dem Kaito gefehlt? Was hat der Ronja gefehlt? Und ganz grundsätzlich, was geht einem Kind verloren, wenn auf einmal der Vater nicht mehr da ist? Weil ja häufig die Mütter so glorifiziert werden und als so ganz herausragend wichtig betrachtet werden. Was passiert den Kindern, wenn der Vater wegbricht? Also hier war es die primäre Bezugsperson, der Vater. Ja? Und das ist natürlich eine schwerwiegendes, also man kann eigentlich einem Kind, vor allem hier geht es um 3, 4, 5, 6, 7, 8-jährige Kinder, also man kann einem Kind fast keinen langfristig schweren Schaden zufügen, als ihm die wichtigste vertraute Bezugsperson zu nehmen. Es wäre aber umgekehrt, ein Vater würde einem Kind, das ein ganz nahe, starkes, gutes Verhältnis zur Mutter hat, ja, und der zweite Elternteil, der Vater, würde das Kind von der Mutter entführen, würde das genauso traumatisiert werden. Ja, na klar. Ja? Mhm. Also ich will damit schon mal sagen, es geht jetzt nicht darum, Vater ist gut, Mutter ist schlecht. Mhm. Ja? Sondern es geht hier darum, was passiert, und das geht für beide Elternteile, wenn man einem Kind die wichtigste elterliche Bezugsperson raubt. Aus welchen Beweggründen auch immer, gegen seinen Willen. Noch dazu, hier artikuliert ja das Kind unentwegt, ich will zu meinem Vater. Ja? Mhm. Und es gab auch schon Fälle, wo Kinder gesagt haben, ich will unbedingt, aus welchen Gründen auch immer, der Vater. Ja? Es gibt ja nichts, was es nicht gibt in diesem Bereich. Der Vater, die Obsorge, aus welchem Grund auch immer, bekommen hat, das Kind sagt aber, ich will zur Mutter. Also ich kenne selber nur kurz einen anderen Fall. Da hat die Mutter eine Art Gedächtniskrankheit. Ne? Also ich habe die Frau kennengelernt. Ja? Eine gesunde, die hat auch ihr Kind aufgezogen, eine Ansicht, die hat einmal ein Burnout gehabt schon, auch in den ersten Jahren des Kindes, und eine Art massive Gedächtnisstörung. Ich weiß jetzt nicht, wie man diese Krankheit unter Anführungszeichen nennt, aber vollkommen eine liebevolle, gute Mutter, also spielt für das Kind im Grunde genommen überhaupt keine Rolle. Also dass die
das Kind die Absage nicht erfüllen kann oder könnte. Ja? Fürsorge, sagt man in Deutschland. Fürsorge, ja, in Österreich sagt man Absorge. Und das ist ein deutscher Fall übrigens, den ich da gerade anspreche. Ja. Und der Vater hat halt natürlich auch die Chance genommen, ja, im Rosenkrieg, ja, im Scheidungskrieg, und dann die Krankheit sozusagen, unter Anführungszeichen Krankheit, weil die ist ja auch, da gab es auch Gutachten, wie in dem Fall, den ich schildere, da gab es ja dann Gerichtsgutachten, sogenannte psychologische Gutachten. Ja. Und, aber ich kürze das jetzt ab, die wäre schon fähig dazu gewesen, hat alles daran gesetzt, die Absorge zu bekommen, sich aus den Defiziten der Mutter Kapital zu schlagen, um der Mutter im Grunde genommen auch letztlich wegen des Geldes das Kind zu entreißen. Ja, und hier ging es ja auch, da war ja der David Sonnenthal, der Vater von Kaito, ja, das war ja jetzt nicht ein, weder Alkoholiker noch, das war ein, der hat ihn ja aufgezogen. Ja. Das war ein ganz normaler Vater, ein Akademiker, ja, also ist ja nicht so, wenn man sage, da hätte es irgendetwas, nie gab es Gewalt, nichts, null. Mhm. Ja, sondern er hatte einfach nur eine enge Beziehung zum Kind, beziehungsweise das Kind zum Vater. Aber es ging ums Geld. Mhm. Ja. Und ich habe nicht nur, ich habe mit diesem Fall jahrelang begleitet, nicht nur mit diesem Fall zu tun, ich habe das in meinem Freundeskreis gehabt, ich habe das lange Zeit wissenschaftlich, gesellschaftlich, ja, jahrelang mit diesem Thema mich beschäftigt. Und ich würde es mal anders sagen, würde es diese gesetzlichen Regelungen nicht geben, dass der, der die überwiegende Betreuung des Kindes hat, der andere getrennt lebende Elternteil zahlungspflichtig ist jetzt an den anderen Elternteil, dann würden zu 90% all diese Fälle überhaupt nicht existieren. Du meinst wirklich dieses niedere Motiv Geld? Es geht ums Geld. Es geht ums Geld. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Entschuldige, wenn ich dich unterbringe, auf der einen Seite. Und natürlich, was haben die jeweiligen Eltern selbst schon für eine unaufgearbeitete Kindheitstraumen und Kindheitserfahrungen? Ja? Weil hier in diesem Fall beim Kaito, ja, um den es da geht, im Buch Ich will zu dir, war ja die Mutter, hatte extrem negative selber Kindheitserfahrungen, wurde von ihrem Vater als Kind regelmäßig oder immer wieder geschlagen, ja, hat ein problematisches Vaterverhältnis. Ja. Und das ist eine Beobachtung, und ich habe mich wirklich gründlich auf verschiedensten Ebenen mit dem Thema beschäftigt, dass Frauen und Mütter dann in Trennung, die selber eine problematische Vaterbeziehung, eine nicht aufgearbeitete, ihn gehabt haben, dann sehr oft dann eben einen Krieg gegen den Trennungsvater dann über die Absorge Besuchskontakt dann weiterführen, ja, am Rücken der Kinder. Das müsste eigentlich behandelt werden, aber vermutlich sind die Elternteile dann gar nicht in dem Bewusstsein, dass da bei ihnen selber ein traumatisches Defizit besteht, was sie auf dem Rücken ihrer Kinder kanalisieren. Ja, und das verstärkt sich dann. Ja, meistens. Also das wird ja dann eigentlich erst dann aktiviert durch die elterliche Trennung, ja, über das Kind. Ja, und das ist natürlich das Furchtbarste, was Kindern passieren kann. Was kann jetzt das jetzige Kind, für den ist es schon schlimm genug, wenn Eltern auseinandergehen. Das ist, ich möchte mal bei dem Aspekt noch einmal bleiben, das ist etwas, was so zur Normalität geworden ist. Ja, da gibt es wirklich, also weltweit wirklich viele groß angelegte Untersuchungen. Es ist, auch wenn die Eltern keinen Rosenkrieg führen, auch wenn die sich ohne Gericht einigen, ja, und das Kind zwischen den Patchwork-Eltern frei sich bewegen kann, ja, sogar die sind, wenn auch in geringem Maße, leicht traumatisiert. Jedes Kind braucht im Grunde genommen beide Elternteile. Es gibt Eltern, die kriegen es gut hin. Die gibt es. Ja? Habe ich immer wieder kennengelernt, wo ich mir gedacht habe, wow. Aber ja? Du sagtest selber, 2%. Ja, mehr sind in diesen sehr ja, das kriegen 2-5% der Eltern, kriegen das wirklich nur das hin, dass sie wenig. Geldfragen, Bildungsfragen,
der andere nächste Partner, den dann der jeweilige hat, dass die das wirklich draußen haben und sich nur begegnen auf der Ebene der Verständigung der Kinder. Mhm. Ich hab Bewunderung und Respekt für diese Eltern, die das schaffen. Aber es müssten wesentlich mehr. Aber ich habe diese auch kennengelernt. Ja? Aber wenn du dann schaust, meistens, was haben die dann schon? Die haben meistens dann positive, eigene familiäre Erfahrungen, waren zum Beispiel selber schon nicht Trennungskinder oder wurde der, ob subtil oder aggressiv, nicht auf ihrem Rücken ausgetragen. Mhm. Ja? Also da hängt es dann wie bei so vielen im Leben davon auch ab, was habe ich eigentlich selber für verdrängte oder nicht verdrängte Kindheitserfahrungen und Traumen. Aber es gibt schon so ein bisschen die Regeln, es gibt immer Ausnahmen, dass wenn Eltern keine Trennungskinder waren und die also jetzt dann Eltern geworden sind und die sich trennen, in der Regel konfliktfreier in der Trennung sich zueinander bzw. zum Kind verhalten als die anderen. Ich fragte ja vorhin, was bricht denn für Kinder weg, wenn beispielsweise der Vater geht? Wo viele jetzt wahrscheinlich, die man auf der Straße ansprechen würde, vielleicht erstmal bei der ersten Überlegung sagen würden, ich glaube, es wäre schlimmer, wenn die Mutter geht. Es würden bestimmt, mehrere Leute würden das vermutlich sagen, weil sie eben dieses Bewusstsein haben, die Mutter ist die Nährende, die mütterliche Ebene, die sich eben kümmert. Ist ja im Bewusstsein von ganz vielen Menschen. Und wie fundamental wichtig, nämlich genauso wichtig der Vater ist, das kommt dann vermutlich eher wieder bei tieferer und näherer Überlegung, wenn man sich eben dieser Frage ganz bewusst stellt. Und weil ich dich fragte, was bricht denn weg, wenn der Vater geht, dann wollte ich eben auch darauf hinaus, auf dieses Vorbild, diese Beziehungsfähigkeit, die auch ein Mädchen durch den Vater lernen kann. Wie gehen Frau und Mann, also die Eltern, miteinander um? Nicht nur der Vater ist für den Burschen ein Vorbild an Männlichkeit zum Beispiel, wie verhält sich ein Mann, was ist erwachsen und so weiter, sondern auch ein Mädchen kann sich am Vater orientieren als Beziehungsperson, genauso der Junge an der Mutter. Darum sind immer beide sehr wichtig und ja fundamental wichtig, mein Kind zu prägen, aber vermutlich auch nur dann, wenn diese Beziehung und diese Familie eben heil ist, weil sonst ja kranke Verhaltensweisen vom Kind erlernt werden. Und da komme ich zur nächsten Frage, weil du sagst, jede Trennung, egal ob sie gut oder schlecht verläuft, traumatisiert ein Kind. Wärst du dann eher dafür, dass Eltern sich eher nicht trennen, um Kinder nicht zu traumatisieren? Oder sagst du, nein, manchmal ist die Trennung, muss sie einfach sein und das schlimmere Trauma für das Kind wäre, wenn diese Ehe oder diese Beziehung fortbestünde? Das gibt es natürlich auch. Es macht überhaupt keinen Sinn, Kinder. Ja, es gibt sich jetzt viele Seher, die sich vielleicht das erlebt haben, also die auch eine große Hölle für ein Kind ist, in einer Beziehung aufzuwachsen, wo die zusammenbleiben, vielleicht aus finanziellen Gründen, aus Abhängigkeitsgründen, wo die Eltern zusammenbleiben und sich tagtäglich streiten. Mhm. Damit komme ich zum nächsten Punkt. Auch das weiß man heute. Elterlicher Streit, wenn der nicht in Würde und Respekt ausgetragen wird, das ist überhaupt eines der schlimmsten Dinge für Kinder. Weil noch einmal, und jetzt zu den Trennungskindern, Kinder lieben immer bedingungslos beide Elternteile. Ob der jetzt eine krumme Nase hat, ob der jetzt Straßenkehrer ist oder Akademiker oder was auch immer. Kinder lieben immer beide Elternteile. Und auch in einer aufrechten Ehe oder Beziehung, ja, ist es, wenn ich mir denke, mein jüngster Sohn aus jetziger Ehe wächst, sage ich einmal, ich bin mit meiner Frau jetzt 16 Jahre zusammen und ich sage jetzt, wir haben auch manchmal Diskussionen oder Konflikte, ja, weil wir nicht ganz einer Meinung sind. Aber wir streiten praktisch nie. Ja, aber nur,
weil vielleicht, weil er auch so aufgewachsen ist. Also wenn wir einfach einmal jetzt zum Beispiel emotional diskutieren über irgendein Thema, Corona oder so, wo wir oder einfach nur fast nicht fassen können, dann werden Eltern ja oft einfach emotional, ja. Und dann kommt er und sagt, bitte streitet nicht, obwohl wir ja im eigentlichen Sinn im Vergleich zu dem, was andere Kinder erleben, ja nicht streiten. Mhm. Und ich will damit nur deutlich machen, Kinder, das ist für Kinder einfach so wichtig, die Aufgabe eigentlich von Elternschaft auch ist Geborgenheit und Schutz, bevor das Kind dann sozusagen selbst, wann auch immer, in die Welt hinausgeht. Mhm. Ja? Und es gibt ja, wenn du schaust zum Beispiel, da wären wir jetzt bei meinem Buch Kindheit 6.7, ja, wo ich dann darauf auf einer anderen Ebene noch einmal auf die Trennungskinder eingeht, wenn du schaust, die positiv berühmten Persönlichkeiten der letzten 200 Jahre, die Herausragendes geleistet haben, die kommen zu überwiegenden Teil, waren das keine Trennungskinder. Ne? Ob das jetzt zumindest in dem Zeitraum. Da war Trennung auch nicht opportun. Das gehört. Gab es auch schon. Das ist ein Irrtum. Ja, aber viel weniger. Also ab dem 18., 19. Jahrhundert, vor allem auch im Bürgertum. Ja, heute ist es sozusagen ein Massenphänomen. Mhm. Ja, aber gerade, sage ich so jetzt einmal, eher im Bürgertum, in den Intellektuelleren, in diesen Kreisen oder Gebildeteren etc., in landwirtschaftlichen Familien sicherlich nicht, weil man musste zusammenhalten. Ja. Ja. Aber sobald sozusagen Besitz, Wohlstand, Individualismus kommen, Selbstverwirklichung, ich verkürze das jetzt, geht's los. Ja? Also mit dem, oder noch vereinfachter, mit dem städtischen Leben. Mhm. Ja? Und also dass das erst ein Massenphänomen geworden, seit 30, 40 Jahren, sondern völlig normal geworden, unter Anführungszeichen. Ja? Aber das war im 19., 20. Jahrhundert genau schon so. Wenn du also sagst, das ist mittlerweile ein Massenphänomen und hat auch mit unserem zivilisatorischen Fortschritt zu tun, auch mit der Möglichkeit, Fortschritt unter Anführungszeichen. Ja, okay. Also mit der Moderne. Ja. Dann wird die Causa Trennungen im Kindesalter auch fortbestehen. Dann muss man überlegen, wie kann man Trennungen denn dann wenigstens verträglich oder einigermaßen verträglich für den Nachwuchs gestalten? Gibt es dann ein richtiges Alter für Kinder? Oder wie werden denn deiner Meinung nach Trennungen besonders gut vollzogen, wo das Kind wirklich die Chance hat, wieder richtig glücklich zu werden und auch keinen bleibenden Schaden davon zurückzubehalten? Das bedarf hoher Kompetenz beider Elternteile, dass es ohne Schaden abgeht. Es ist möglich. Aber davon sind wir als gesellschaftlich ja entfernt. Weil diese 2-3% Kinder, die das erleben. Was brauchen denn Kinder? Die brauchen bedingungslose Liebe und einigermaßen Stabilität, Kontinuität. Also was, wie du sagtest, Schutz und Geborgenheit. Das können doch die Eltern auch in getrennten Häusern eigentlich. Also weil du sagst, es gab es früher nicht. Ja? Also jetzt fällt mir das, da muss ich jetzt noch einmal zurückkommen. Ich gehe jetzt in meinem Buch Kindheit 6.7 auf die Kindheit von Leonardo da Vinci ein. Mhm. Ja, wissen die wenigsten, das größte Genie des Alpenlandes bisher, wuchs in einer Patchwork-Familie auf. Und das war damals, ja, in der Zeit, also vor rund 400 Jahren, mehr als vollkommen unkonventionell. Ungewöhnlich. Mhm. Ja. Aber er hatte genau das. Gelingende, weiterhin nach der Trennung gelingende Beziehungen. Also er wuchs in der Toskana am Land der Mutter auf, ja, in einem kleinen Dorf. Der Vater war wohlhabender Notar in Florenz. Ja. Wie oft das einzige historische, wie oft er, aber er hat den Vater regelmäßig weiter gesehen, der war einen Tagesritt entfernt, wenn man das umrechnet, weil die Fortbewegung war ja Pferd, aber man weiß durch Skizzen, durch Aufzeichnungen von ihm, dass er, und er zog ja dann zum Vater mit 12 Jahren, aber er hatte weiterhin, es gibt nur wenige Aufzeichnungen, Kontakt. Und schon er hat die Mutter auch, ja, damals gab es kein Gericht, keine
Unterhaltszahlungen. Aber der Vater hat die Mutter am Land mit dem kleinen Leonardo finanziell unterstützt. Er kannte auch den Stiefvater. Ja. Und beide Seiten, aber auch dann, wie der Leonardo beim Vater in Florenz gelebt hat, also auch die Stiefmutter, die haben den Leonardo, beide Seiten, immer nicht aus der Brille des Trennungs- oder des anderen Kindes behandelt. Also auch die Stiefeltern haben das Kind respekt- und liebevoll angenommen. Ja, da gehört viel Reife zu. Ja, ja, aber ich würde sagen, das gab es immer schon. Also es gab elterliche Trennung immer schon. Ja? Und das Beispiel jetzt mit dem Leonardo da Vinci. Es gab Rosenkrieg immer schon. Und es gab immer schon Eltern, die sich aus welchen Gründen auch immer dem Kind nach der Trennung wirklich Eltern geblieben sind. Aber ich würde mal sagen, in den letzten Jahrhunderten war es wesentlich häufiger, dass die Eltern auch bei einer Trennung oder beim Verlust kompetenter umgegangen sind zum Kind, als das in den letzten 20, 30 Jahren der Fall ist. Weil nun einmal wirklich der Faktor Geld, also dass das Kind hineingenommen wurde als Objekt, dass das Kind zu einer Rechtsfrage gemacht wurde, ist per se schon problematisch. Das hat ja in Wahrheit die Situation nicht verbessert. Ja? Ich habe kürzlich in einer Talkshow, war ich zusammen mit einem Familienrichter, außer Dienst, 50 Jahre deutscher Familienrichter, mit einigen privaten Diskussionen, Gespräche geführt, und der sagt auch, sagen wir mal, der Familienrichter ist einigermaßen kompetent und bemüht. In letzter Konsequenz, diese Frage kann kein Gericht klären. Und sie ist auch nicht finanziell klärbar. Das können nur die Eltern. Und es zeigen ja, wie der Fall Kaito, dass das oft sogar noch für viel fatalere Auswirkungen für die Kinder hat, wenn sie in das System Justiz hineingenommen werden. Ja? Also, dass der Staat etwas besser machen würde, wenn die Eltern versagen, ist ein Mythos. Also hier in Deutschland, in Österreich, gilt das schon lange nicht mehr. Da haben wir eher das Problem inzwischen, dass es umgekehrt ist. Dass da für Kinder oft dann eigentlich alles nur noch schlimmer wird, sobald sie in der Hand des Staates sind, was auch immer. Also eigentlich hast du es schon beantwortet. Ich wollte dich nämlich fragen, was ist denn das Schlimmste, was Eltern tun können, wenn sie sich getrennt haben? Was ist das Schlimmste, was sie ihren Kindern antun können? Vor allem den anderen Elternteil schlecht reden. Na klar, weil die Kinder sind im Loyalitätskonflikt. Also das erzeugt dermaßen schwerwiegende Traumen. Und das wirst du auch, wenn du das bewusst aufwartest und Therapie machst, das prägt dich bis dein Lebensende. Also den einen Elternteil zu verlieren, kaum zu sehen oder gar nicht mehr zu sehen, und wenn der dann auch noch schlecht gemacht wird von dem übrig gebliebenen Elternteil. Also das ist Worst Case. Man weiß heute sogar, ich glaube, Dr. Gessner heißt sie, ich will zu dir. Hinten gibt es ein Literatur- und Quellenverzeichnis. Es ist eine Erzählung, ja, aber ich gebe, wer zu dem Thema wissenschaftliche Literatur lesen will, habe ich hinten ein Quellenverzeichnis. Und das Quellenverzeichnis ist fulminant. Ich habe da mir schon vieles angestrichen, was ich mir besorgen muss, weil die Literaturangabe ist interessant. Man weiß heute, dass es gibt erste, es ist jetzt zu hart formuliert zu sagen, es ist definitiv wissenschaftlich erwiesen, aber es gibt, man kann es inzwischen schon sehen, es gibt eine Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen, die zeigen, das ist ziemlich klar inzwischen, dass also so schwerwiegende elterliche Trennungstraumen auch die Gene verändern. Epigenetik. Epigenetik, genau. Danke für das Stichwort. Also das ist inzwischen ziemlich klar. Das heißt, das betroffene Kind trägt das im Grunde genommen. Also das wird 2-3 Generationen weitergegeben und kann zu Genveränderungen führen. Zu schwersten, ja nicht nur jetzt Depressionen, Aggressionen,
Ja, es gibt sogar, wie gesagt, das Thema war ja mal auch in den Mainstream-Medien. Habe ich auch im Quellenverzeichnis angeführt. Da gibt es eine, mein Kind kriegst du nicht oder weiß ich nicht, eine Dokumentation. Ist hinten eine Literaturliste, ja, wo auch die Gessner zu Wort kommt. Also das führt zu Schulversagen, zu Arbeitsunfähigkeit. Also das Thema Trennungskinder alleine, lassen wir jetzt einmal, was jetzt inzwischen alles noch auf Kinder mit Corona etc. drauf gesetzt werden. Also wie Kinder heute eigentlich unserer noch scheinbar zivilisierten Wohlstandsgesellschaft eigentlich aufwachsen. Ja? Also das ist ja so hinter der Oberfläche unserer Arbeits- und Konsumwelt. Ja, das ist eigentlich verheerend. Wir haben seit 15 Jahren außerhalb von Kriegszeiten den schlechtesten, kollektiv den schlechtesten Befund emotionalen, seelischen, psychischen von Kindern wahrscheinlich, also außerhalb der Kriegszeiten, wahrscheinlich seit Jahrtausenden oder Jahrhunderten. Aber wir sehen nur, die Kinder haben eine warme Wohnung, sie haben ein Handy, ja, also es gibt nicht Kinderarbeit, sie arbeiten nicht wie im 19. Jahrhundert in der Kohlegrube und das war's schon. Aber das ist es nicht. Der Mensch braucht von Anfang an gelingende Beziehungen. Kann denn der Staat regulierend und helfend eingreifen, wenn die Eltern komplett versagen in der elterlichen Kompetenz? Oder was würdest du dir wünschen, wie der Staat dem Kind helfen könnte, wenn es andere familiäre Strukturen nicht vermögen? Also ich glaube, zum Thema Familiengerichte zeigt es die Praxis in den letzten 20 Jahren, dass in der letzten Konsequenz nicht regulierend eingreifen kann. Denn eigentlich soll der Kindeswille doch auch berücksichtigt werden, mittlerweile auch bei jüngeren Kindern, zumindest auf dem Papier. Aber dort sitzen ja auch wieder Menschen, die auch nur Menschen sind, die auch ihre Pakete mit sich herumtragen. Man muss sich mal vorstellen, Kindeswille. Wenn ich jemandem gegenüber sitze, der nur Jurist ist, vielleicht selber Trennungstraumen hat, von Psychologie keine Ahnung habe, von Neurobiologie keine Trauma, von Trauma keine Ahnung, wie soll der unterstützend eingreifen? In manchen Fällen gelingt es. Es gibt einzelne Familiengerichte, die machen das super. Es gibt zum Beispiel viele Familiengerichte, ein paar, ich weiß nicht, wie das Modell heißt, das gibt es in Deutschland, da können sich die Eltern nicht, da wird die kriegen nicht die Obsorge, solange, ich glaube, die haben ein Jahr Zeit, bis die sich selber, gibt es keine richterliche Entscheidung. Die müssen sich selber einigen. Die werden begleitet in dem Einigungsprozess. Ja. Und es gibt, manchmal gibt es, funktioniert es, aber in 80%, das ist das Entscheidende, weil die 20%, denen es gut geht, die eine optimale staatliche Betreuung oder optimale elterliche Begleitung haben, ja, die ist gut für das betroffene Kind, aber das ändert unsere Gesellschaft, hat keine gesellschaftliche Relevanz, sage ich jetzt einmal hart formuliert. Ja, weil, also ich meine, um jetzt so einen Sprung zu kommen, ich brauche mir nur einen Söder oder einen Lauterbach anschauen, ja, und da jetzt näher zu gehen, dann weiß ich, was die für Kindheit gehabt haben. Und da könnte jetzt genug andere Beispiele, ja, aber das geht dann bis hin zu einem Jeff Bezos oder wie auch immer, passt zu den GEA, also auf die Pioniere der digitalen Revolution gehe ich in mein Buch Kinder 6.7. Da gibt es ja auch einiges über die Kindheit oder was sie auch selber gesagt haben. Oder Elon Musk zum Beispiel. Und das ist das Um und Auf. Und das ist so aus dem Blickwinkel geraten unserer Gesellschaft, dass die Qualität, ich mache es jetzt einmal einfach, des Aufwachsens eines Kindes im zuerst familiären Bereich, ist das von so fundamentaler Bedeutung. Es ist ja alles im Westen daran gesetzt worden, die Familie zu entwerten. Ja? Mhm. In Deutschland dann auch noch die Mutterentwertung etc. Ja? Und immer, der Staat würde doch so gut. Ja, man hat gesagt, geht's arbeiten, arbeiten, ab, ein Kind ab in die Krieg, weil die Mutter kann sowieso ein Kind. In Deutschland ist es ja lange Zeit extrem gewesen, ist ruhiger geworden. Ne? Eine Mutter kann ja per se kein Kind nicht aufziehen. Das kann nur eine wertvolle Krippenpädagogin. Aber was ist die faktische Realität?
Das wird totgeschwiegen. Da sind weiß ich wie viele in Krippen, dann 12 Kinder liegen. Ja. Geht in einem Artikel in einer Talkshow, in einer Fair-Talk-Runde, bin ich geladen, unter anderem eine Kita-Pädagogin, die das versucht hat, auch einmal öffentlich zu machen, die, wenn er dann mundtot gemacht hat, in deutschen Krippen liegen oft Kinder 18 Stück Kinder den ganzen Vormittag und schreien, weil sie nicht versorgt werden können. Das ist die faktische Realität und nicht nur in einer Krippe. Aber es sieht niemand und das ist das Entscheidende. Nach außen hin können wir sagen, die Welt ist in Ordnung. Das heißt, aus welchem Blickwinkel ich das jetzt auch immer angehe, es ist um den Menschen und das Kind zunehmend unserer westlichen Welt wirklich arg bestellt, vereinfacht gesagt. Oder anders formuliert, wir steuern eigentlich auf eine immer entmenschlichtere Gesellschaft hin, weil wir Kindern das nicht mehr fähig sind, aus welchen Gründen auch immer, zu geben, was jedes Kind zuallererst einmal braucht. Gelingende, kompetente, fürsorgende, verständnisvolle, liebevolle Vertrauenspersonen und zuerst einmal Eltern. Und die Geschichte zeigt, wenn man da tiefer gräbt, ja, das sind dann die, die Positives später mal leisten, in welcher Form auch immer. Man muss nicht jeder Genie werden wie Leonardo da Vinci oder wie George Stephenson, Eisenbahnpionier etc. Ja, aber es gibt einen deutschen Dichter, ich zitiere den, ich glaube in Kindheitsexpertin, der hat einmal gesagt, in einer glücklichen Kindheit kann man das ganze Leben aushalten, auch wenn es noch so widrig ist. Jetzt sinngemäß zitiert. Mhm. Und es ist so. Ja. Und das ist einfach völlig verloren gegangen. Erstens, weil die Trennungen so massiv zugenommen haben und heute, wenn auch die Eltern in einer, sag ich mal, glücklichen Beziehung sind oder in einer kompetenten Elternschaft, dann kann sich es auch keine viele Mütter nicht mehr leisten, rein finanziell, wenn sie 2, 3 Kinder haben. Das Kind, die Kinder so lange familiär zu begleiten, wie das Jahrhunderte, Jahrtausende selbstverständlich war, weil es finanziell auch gar nicht mehr geht, weil man das Familienwesen ja auch bewusst aushungern hat lassen. Also läuft schon so viel auf verschiedenen Bereichen schief. Ja? Aber eines, und darüber wird ja am allerwenigsten inzwischen gesprochen, ist zu all dem dann noch am schlimmsten, wenn die Kinder dann wirklich in so einem Arthrosenkrieg, in einem elterlichen Scheidungsstreit über Jahre aufwachsen. Also das ist zerstörerisch für das jeweilige Kind. Und es passiert leider häufiger, als man glaubt, und das habe ich mit meinem Buch auch versucht so sichtbar zu machen. Die wenigsten wissen noch, wie das leider auch staatlich eher geschürt und gefördert wird, in welchen Absichten auch immer, als dass dagegen regulierend eingegriffen. Genau, denn du hast ja auch, ein Untertitel deines Buches heißt ja auch Staatsterror. Da würde ich gerne noch mal nachfragen, wie hat sich denn der Terror des Staates in diesem konkreten Fall und vielleicht auch allgemein gegen Kinder für dich geäußert? Gehen wir jetzt konkret zum Kaito, zu dieser Geschichte im Ich will zu dir. Da haben dann zum Beispiel alle nachfolgenden Behörden das, was das Kind geäußert hat, entweder verdreht oder nicht ernst genommen. Dann wurde ein Gutachter bestellt, ein sogenannter Sachverständiger, ein psychologischer Gutachter. Der hat ein manipuliertes Gutachten dann gemacht für das Gericht. Aber das ist nur deshalb aufgeflogen, weil der David Sonnenthal andere Väter kennengelernt hat. Also 2 Väter sich zufällig in einer Bar kennengelernt haben, sich ihre Geschichte an der Bar beim Bier erzählt haben, ja, ihre Trennungsgeschichte. Und dann sagt der andere Vater, naja, und dann war halt da ein Gutachter, der hat das und das reingeschrieben. Dann sagt der andere an der Bar, Moment einmal, bei mir steht ja genau das Gleiche drin. Dann haben die 2 sich privat noch einmal getroffen, die Gutachten ausgetauscht. Und dann sind sie draufgekommen, die haben sogar in anderen Städten gelebt, dass in den Gutachten ganze Passagen völlig ident waren, samt Beistrich und Rechtschreibfehler. Mhm. Kopiert. Einfach nur kopiert. Mhm.
Das ist ja unfassbar. Ist unfassbar. Aber das ist das Harmloste dann noch in dieser Geschichte. Ich will da nicht so viel. Also eine der häufigsten Kommentare, die ich auf diese Geschichte, vor allem jetzt in der Neuauflage, bekommen ist, das gehört verfilmt. Aber das besten Geschichten schreibt bekanntlich ja das Leben besten unter Anführungszeichen. Aber es ist unfassbar. Ja? Also wie weit nämlich auch das, was man Korruption, die meisten Menschen glauben ja immer nur Korruption, das ist was mit Politik zu tun hat, also mit Ministern, die irgendwelche Zusatzeinkommen haben, aber wie weit in diesem, das, was wir Staat nennen, in dem tiefen Staat, inwieweit da Korruption, Beliebigkeit eigentlich in allen Bereichen und vor allem in den Bereichen Bildung, Wohl, Kindheits-, Jugend, Obsorge, Fürsorge, Wohlfahrt, was da alles und unter der Oberfläche eigentlich tagtäglich läuft, effektiv, und die Menschen das nicht wissen und aber es auch medial nicht. Schon lange nicht mehr besprochen wird. Das ist unfassbar. Also die Korruption, nenne ich es jetzt einmal. Ne? Und die Korruption besteht ja nicht nur, indem ein Geldkoffer irgendwo durch die Drehtüre geschoben wird, sondern wenn der Staat, die Behörde, ihrer eigentlichen Aufgabe nicht objektiv nachkommt. Ich habe eine Bekannte in Österreich, die arbeitet in einer Jugend, wo, oder hat jetzt dann irgendwann nach vielen Jahren das Handtuch geworfen, in der sogenannten Interventionsabteilung bei einer Jugendwohlfahrtsbehörde, also beim Jugendamt, sagt man in Österreich, Jugendwohlfahrt, glaube ich, in Deutschland. Die sind zuständig dafür, eine Kindesabnahme zu machen, wenn wirklich Gefahr ist in Verzug. Jugendamt in Deutschland. Genau. Und die hat das immer wieder über viele Jahre überlebt. Je nachdem, wie die Interessen dann waren, dass Interventionen gegeben hat und das Kind beim Vater oder bei der Mutter geblieben ist, obwohl das dort wirklich weg hätte müssen, weil sexuell missbraucht oder wirklich verprügelt oder sonst irgendwas. Ja? Also, ich würde mal sagen, das Wort Kindeswohl ist ja so strapaziert worden in den letzten 20 Jahren, aber... Ja, und das ist nicht das, was der Kindeswille ist. Ich kann nicht sehen, dass es das noch irgendwo wirklich, zumindest nicht flächendeckend in unseren modernen Gesellschaften, dass da noch irgendwo jemand wirkliches Interesse am Kindeswohl hat. Was mich ja so schockiert hat, das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass es das wirklich gibt, dass... Also Kindeswohl und Kindeswille sind ja zwei verschiedene Dinge. Und die in dem Fall des Buches war das dann eine Familienrichterin, die definiert hat für sich, was das Kindeswohl aus ihrer Sicht ist, nämlich das, was die Mutter sagt. Mhm. Und der Kindeswille überhaupt also zu keinem Moment berücksichtigt wurde, obwohl er von Seiten der Kinder so oft artikuliert wurde, unmissverständlich. Dachte ich, was für eine Hartherzigkeit und Ignoranz und auch Inkompetenz in so einem Amt davor liegt, das ist einfach nur frappierend. Das hat mich regelrecht umgehauen. Und man kann nur hoffen, dass es ein Einzelfall ist, aber deine Forschung ergibt ja, das ist es eben nicht. Nein. Nein. Wie gesagt, das ist ein ganz, ganz bis zum 5., 6. Lebensjahr, sind schon mindestens 20 Jahren, 50-60% der Kinder in Deutschland und Österreich, das ist egal, ob Italien, Frankreich, Spanien. Das ist die moderne Welt. Das ist zur Normalität geworden. Bis zum 6. Lebensjahr hat jedes zweite Kind sein Elternteil mehr oder weniger verloren. Das ist die neue Normalität geworden. Die Zahlen gehen sogar eher noch nach unten. Und ich rede jetzt nicht von Armut, von häuslicher Gewalt und diese ganzen Geschichten, die es dann auch noch gibt. Es geht jetzt einmal nur um Trennungskinder. Und es ist eigentlich traurig. Ja, aber es hat halt mit dem Geld, mit der Karriere, mit Erfolg, mit den ganzen neuen Wertigkeiten zu tun, die eine Gesellschaft da
bekommen hat. Ja. Dann gibt es auch, der Feminismus spielt mit hinein. Ja. Es wird ja auch im Westen immer wieder aufs Neue keine Gelegenheit ausgelassen, sozusagen einen neuen Geschlechterkrieg zu entzünden. Genau, das ist ein Thema unseres nächsten Gespräches. Da würde ich gerne mit dir über Elternschaft noch mal im Allgemeinen sprechen, über die Kernfamilie und das, was unsere Moderne eben daraus macht. Da ist Feminismus dabei, da ist Gender Mainstreaming, soll da zur Sprache kommen, aber eben auch die natürliche Keimzelle Familie, eben unter der Lupe unserer gegenwärtigen Sicht. Und darauf freue ich mich schon sehr. Ich hoffe, ihr auch, liebe Zuschauer. Lieber Michael, uns ist die Zeit schon wieder jetzt, die ist schon wieder um für dieses Gespräch. Und sie ging viel, viel schneller um, als ich das eigentlich beabsichtigt habe. Vielleicht abschließend für unsere Zuschauer. Was kannst du auf den Weg geben, Eltern, die sich jetzt vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden, die schon vielleicht getrennt sind oder mit dem Gedanken spielen, sich zu trennen? Was möchtest du diesen Eltern im Wohle ihrer Kinder gerne noch mit auf den Weg geben? Also ich habe in diesen 10 Jahren, wo ich mich wirklich gründlich mit dem Thema Trennungskinder beschäftigt habe, ja alles erlebt. Ich habe auch vor allem auch Eltern kennengelernt und Kinder, ja, die sich geeinigt haben und wo die Eltern das gemacht haben, auch wenn es vielleicht für sie nicht optimal haben, vor allem den Kindeswillen berücksichtigt haben. Dass das Kind zum Beispiel sagt, ich will beim Vater lieber leben oder ich will lieber bei der Mutter leben. Und ich habe auch solche Kinder kennengelernt. Diese Kinder waren immer gesünder, haben bessere später berufliche oder schulische Leistungen gehabt. Also das, was ich als Abschluss den Eltern, die das Gespräch hören und die vielleicht in Trennung sind oder vielleicht in Trennung sind, sie werden es oder ihr eigenes Kind 20, 30 ein Leben lang bereuen, wenn sie das nicht wirklich schaffen, auf das Bedürfnis des Kindes zu achten und dem Kind das zu gewähren, dass es sich frei nach der Trennung bewegen kann. Und wenn das Kind einmal 4 Wochen hintereinander nur zu dem einen will und dann jede Woche wechseln oder ob es lieber dort leben will, das, wenn Eltern das schaffen, das Kind ihm die Mutter zu geben, wenn es die Mutter braucht, oder den Vater zu geben, wenn es den Vater braucht, die Eltern, die das hinkriegen, die bekommen jetzt nicht vielleicht einen Leonardo da Vinci, aber sie werden ihr eigenes Kind, wird es ihnen ihr Leben lang danken. Nämlich aus Kindern werden Erwachsene. Und das macht jeder Mensch irgendwann, wenn er nämlich dann groß ist, dass er sagt, warum hast du zu Vater oder Mutter, warum hast du so oder so und nicht anders gehandelt? Das heißt, ich kann da wirklich nur appellieren, sich notfalls Hilfe und Unterstützung zu nehmen. Ich kann neben meinem Buch Ich will zu dir auch sehr die Bücher des deutschen Psychoanalytikers Hans-Joachim Marz empfehlen. Es gibt ein langes Literaturverzeichnis. Also das, sage ich, ist langfristig ein großer Gewinn, auch ein finanzieller, den Bedürfnissen des Trennungskindes adäquat zu folgen, als vielleicht 200 Euro mehr oder weniger am Konto im Monat. Langfristig spart man sich sehr viel Geld, wenn man die Bedürfnisse des Kindes adäquat befriedet. Und ich hoffe, dass dein Appell an die Elternschaft Früchte tragen wird. Wahrscheinlich zu spät für die 130.000 Trennungskinder, die es jetzt in Deutschland gibt. Aber auch die werden irgendwann größer und werden Kinder kriegen. Das setzt sich ja fort. Es muss da einen Wandel geben. Sonst sind wir eine durchtraumatisierte Gesellschaft. Ich hätte da gerne noch eine Frage beantwortet, weil sie mir persönlich unter den Nägeln brennt. Was ist denn aus Kaito und Ronja und ihrem Vater geworden? Geht es denen jetzt gut? Dürfen die sich sehen? Das Buch endet bewusst offen. Genau darum frage ich dich. Wie Kaito, glaube ich, 14 ist.
Also die Geschichte erzählt von Schwangerschaft bis 14, die Ronja, glaube ich, 12. Die erzählt sozusagen als Abschluss, und das war ja auch in Wirklichkeit so, sie war ja beim Begleiten des Schreibens des Buches dabei. Ja? Also wie auch immer das Mädchen in Wirklichkeit heißt. Also das ist ja auch Realität, was da geschrieben ist im Text. Und es geht ihnen gut, es geht dem vor allem dem Vater von Kaito sehr gut. Ich sag mal, es gehen alle ihren Weg. Aber nur so viel, Kindheit 6.7, das wissenschaftliche Buch und Ich will zu dir, die Erzählung, sind Teil einer Trilogie. Also es gibt noch einen es weitere. Ein Buch befindet sich gerade im Entstehungsprozess. Ist noch nicht, aber es in absehbarer Zeit, ja. Okay, na dann dürfen wir da gespannt drauf sein. Das wird wahrscheinlich wieder ein sehr, sehr großer Gewinn für jeden Leser sein. Lieber Michael, ich danke dir sehr für das Gespräch an der Stelle. Ich danke für die Einladung. Und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch, auf unsere nächsten Gespräche. Und ihr, liebe Zuschauer, euch lade ich auch gerne dazu ein, bei den nächsten Gesprächen mit dabei zu sein. Ich hoffe, dass dieses Gespräch für euch sehr interessant war. Schreibt in die Kommentare, was ihr gerne noch wissen möchtet oder was ihr vermisst habt. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut!